Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein. Erstes Kapitel: Lebenstraum. München, Silvester 1865. Moritz von Schwind hängt alten Zeiten nach. Gerade ist Josef von Spaun gestorben. Wie er, einer der engsten Freunde von Franz Schubert. Unser alter Freund Spaun hatte ganz recht. Wir waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. Und es waren nicht allein Schuberts Lieder, denen wir es verdankten. Es waren die herrlichen, bescheidenen, warmherzigen Menschen, die beisammen waren. Nun will Schwind all die Menschen wieder zusammenbringen, seinen Erinnerungen Gestalt verleihen, das Glück im Bild festhalten. Wozu ist er denn ein berühmter Maler? Dass ich es noch in meinen alten Tagen in die Hand bekomme, ein Andenken hinzumalen, wo es bleibt und wo es Tausende sehen können. Ein Schubertabend bei Josef von Spaun. Das Bild zeigt 40 elegante Damen und Herren, die mit verträumtem Blick der Musik lauschen. Mittendrin, am Klavier, sitzt Franz Schubert im Kreis seiner Freunde. Ihre Erinnerungen schreiben die Geschichte seines Lebens. Subjektiv, skizzenhaft, voller Leerstellen. Nicht zufällig bleibt Schwinds Gemälde unvollendet. Wien um 1800, gesehen vom Stephansturm, bietet einen grandiosen Anblick. All die großen, weitläufigen Gebäude, all die Kirchen und Klöster mit ihren mannigfaltigen Türmen, das unbeschreibliche Gewühl von Menschen, Pferden, Wagen, Schiffen auf dem Strome, der sich in drei Armen durch und um die ganze Masse schlängelt. Der reisende Komponist Johann Reichardt sieht das Wien unter Kaiser Franz geradezu als Paradies. Wien ist gewiss für jeden, der des frohen Lebensgenusses fähig ist, der angenehmste, reichste und froheste Aufenthalt in Europa. Besonders für den Künstler. Vielleicht auch ganz besonders für den Tonkünstler. Der angesagteste Newcomer, Ludwig van Beethoven, kann das bestätigen. Er wird gefördert von den reichsten Mäzenen. Er geht ein und aus in den prachtvollen Palästen des Hochadels. Weiter im Norden, in den Vorstädten, zeigt sich ein anderes Bild. Gewerbezonen, dicht bebaute Arbeitersiedlungen. Auf dem Himmelpfortgrund drängen sich über 3000 Bewohner in 83 Häusern. In einem der engen, einstöckigen Gebäude liegt eine Schule, betrieben von Franz Theodor Schubert, zwei Klassenzimmer im Erdgeschoss. Oben wohnt die Familie, in einem 28 Quadratmeter Zimmer nebst Rauchkuchel. In dieser Wohnung bringt Elisabeth Schubert 14 Kinder zur Welt. Aber auch der Kinderkrankheiten gibt es viele. Das Totenprotokoll der Stadt Wien vermerkt: Fleckenausschlag, Wasserkopf, Gedärmreißen, Schleimfieber, Fräsen, Zahnkatarr, Blattern. Nur 5 Kinder überleben, selbst gemessen an der hohen Sterblichkeit eine schlechte Ausbeute. Dafür ist Vater Schubert auf Franz Peter, geboren 1797, besonders stolz. Natürlich kommt er in die eigene Schule, wo er sich immer als der erste seiner Mitschüler auszeichnete. Auch den ersten Violinunterricht übernimmt der Vater höchstpersönlich. Musik hat bei Lehrern einen hohen Stellenwert. Für den Klavierunterricht ist der große Bruder Ignaz zuständig, den Franzl allerdings schnell überflügelt. Nun schickte ich ihn zur Singstunde des Herrn Michael Holzer, Chorleiter im Lichtental. Der versicherte mehrmals mit Tränen in den Augen, einen solchen Schüler noch nie gehabt zu haben. Bald wird der Bub erster Sopranist an der heimatlichen Pfarrgemeinde.
Auch Vaters Schule prosperiert jetzt. Die Familie bewohnt ein eigenes Häuschen im Himmelpfortgrund. Jetzt wittert er eine gewaltige Chance. Die kaiserlich-königliche Hofkapelle braucht immer Sängerknaben. Die Erwählten erhalten einen Platz im Stadtkonvikt, dem Gymnasium und Universität angeschlossen sind. Das bedeutet eine akademische Ausbildung zum Nulltarif und die Aussicht auf eine Karriere im Staatsdienst. Das ist die Gelegenheit, dem Vorstadtmilieu zu entkommen, aufzurücken in die bessere Gesellschaft. Das Probesingen gelingt großartig. Hofkapellmeister Antonio Salieri selbst spricht sich für den Franzl aus. Sein Bruder Ferdinand berichtet: Er wurde also aufgenommen. Sehr traurig trennte er sich von Vater, Mutter und Geschwistern. Aber die goldene Borte auf seiner Uniform schien ihn wieder ruhig und getrost zu machen. Ausstaffiert wie ein kleiner Soldat verschwindet der Elfjährige hinter den Mauern des mit klösterlicher Strenge geführten Konvikts. Viele Jahre lang wird er nur in den Ferien nach Hause dürfen. Draußen in der Welt herrscht Krieg. Die Feldzüge und Schlachten finden kein Ende. Napoleon bringt große Teile Europas unter seine Kontrolle. Und er bringt Leid, Tod und Not. Jeder Versuch, ihn zu stoppen, endet in einer neuen Niederlage. Im Mai 1809 steht Napoleon vor den Toren Wiens. Es war ein prächtiger Anblick, die glühenden Kugeln am nächtlichen Himmel fliegen zu sehen, während die vielen Feuersbrünste den Himmel röteten. Plötzlich knallte es im Hause selbst. Eine Granate war auf das Konviktsgebäude gefallen. Sie durchschlug alle Stockwerke und platzte im ersten. Zum Glück ohne Personenschaden streift der Weltlauf auch das kaiserlich-königliche Konvikt zu Wien. Doch den tiefsten Eindruck hinterlässt bei Josef von Spaun, einem älteren Jurastudenten, der neue Zögling, der sofort dem hauseigenen Orchester einverleibt wird. Bei den Abendmusiken spielt er, mit Augengläsern bewaffnet, hinter mir stehend, am selben Pult die Violine. Der kleine Musiker übertraf mich weit an Sicherheit. Und so auf ihn aufmerksam geworden, bemerkte ich, wie lebhaft der sonst stille und gleichgültig aussehende Knabe sich den Eindrücken der schönen Sinfonien hingab, die wir aufführten. Das Konviktsorchester öffnet Schubert die Welt der Symphonik. Gespielt wird alles, was Rang und Namen hat. Pleyel, Krommer, Cherubini, Romberg. Nicht einmal vor Beethoven schreckt man zurück. Dazu natürlich viel Haydn und Mozart. Der scheint Schubert dann auch am meisten zu bewegen. Über die Sinfonie in G-Moll von Mozart sagte er oft, dass sie ihn erschüttere, ohne dass er eigentlich wisse, warum. Hier ist Schubert in seinem Element. Er spielt alles vom Blatt, er nimmt alles auf, was um ihn herum erklingt. Er kann bald auch den Dirigenten vertreten. Doch sein Ehrgeiz reicht weiter. Fast schamrot vertraute er mir an, dass er selbst schon vieles komponiert hatte. Er wisse, es seien wertlose Übungen, die er wieder verwerfe. Allein er könne nicht anders. Er müsse täglich komponieren. So verbraucht Schubert stapelweise Notenpapier. Doch das ist teuer und Vater sieht das exzessive Komponieren gar nicht gern. Also versorgt ihn Spaun mit Nachschub. Von diesem Moment an blieb er mir liebevoll zugetan. Das erste nicht verworfene Werk umfasst 1100 Takte auf 32 Seiten. Eine monumentale Klavierfantasie für vier Hände. Mit seinen Ideen spart Schubert nicht. Er verbrät Material genug für 20 Werke. So gerät die Form wie ein meterlanger Fleckerlteppich. Aber der Einfallsreichtum des 13-Jährigen ist schon frappant.
vierhändige Fantasien sind eine Spezialität des jungen Schubert. Für Klaviersolo komponiert er kaum. Für ihn ist Musik wohl vor allem zum Zusammenspielen gedacht. Und er greift gleich nach der Krone der Kammermusik. Schon während der Schulzeit entstehen eine Menge Streichquartette. In den Ferien bringt er die Noten mit nach Hause. Die Familie ist genau richtig besetzt. Bei diesen Quartetten spielte Franz immer Viola. Sein Bruder Ignaz die zweite Violine, Ferdinand die erste und der Papa Violoncello. Verspielte sich der Papa, so sagte er anfangs nichts. Wiederholte sich der Fehler, sagte er ganz schüchtern und lächelnd: Herr Vater, das muss was gefehlt sein. Allerdings hält sich auch der Sohn nicht an die Regeln. Sein erstes Streichquartett beginnt in C-Moll und endet in B-Dur. Die Haupttonart G-Moll kommt eher selten vor. Mehr Spaß macht es, abseitige Wege zu gehen. S-Moll, G-Dur, B-Moll, S-Moll, F-Moll. Statt eines korrekten Sonatensatzes bastelt der Junge etwas Eigenes. Er macht keine klassische Musik. Er probiert aus, geht lustvoll an Grenzen. Gewöhnliche Lieder mit eingängiger Melodie und schlichter Begleitung interessieren ihn daher wenig. In den Notenschränken des Konvikts entdeckt er die langen, vielteilig durchkomponierten Balladen von Johann Rudolf Zumsteeg. Sein Freund Spaun erzählt: Er hatte mehrere Packen von Zumsteegs Liedern vor sich und sagte, dass sie ihn auf das Tiefste ergreifen. »Hören Sie mal dieses hier«, sagte er und sang mit schon halbbrechender Stimme. Er sagte, er könne tagelang in diesen Liedern schwelgen. Schubert folgt Zumsteeg, findet aber weit glühendere Farben für die Texte. Die Musik beschwört Bilder aus dem Dunkel, schaurige Szenen, extreme Emotionen. Hagars Klage um ihr sterbendes Kind, des Mädchens Klage um den toten Geliebten, das Schicksal eines Vatermörders, Schillers Leichenfantasie. Am liebsten durchwandert er das Nachtreich des Todes. Gleich Gespenst von Sturm und Ruhm und Hage zieh den schwarzen Todebombe. Dort ein Gewimmel nach dem Leichenlager. Tod und Trauer erregen die Fantasie des 14-Jährigen. Dann aber wird er konfrontiert mit einem ganz realen Fall. 1812, den 28. Mai, am Fronleichnamstage, starb die innigst geschätzte Ehegattin Elisabeth. Am Nervenfieber, 55 Jahre alt. Man darf annehmen, dass Schubert seine Mutter mehr geliebt hat als den strengen Vater. 10 Jahre später, in einer literarischen Skizze, klingt das Erlebnis ihres Todes nach. Ich eilte sie zu sehen, und mein Vater, von Tränen erweicht, hinderte meinen Eintritt nicht. Da sah ich ihre Leiche. Tränen entflossen meinen Augen. Wie die gute alte Vergangenheit, in der wir uns nach der Meinung der Verstorbenen auch bewegen sollten, so sah ich sie liegen. Der Vater ist kein Jahr darauf wieder verheiratet und er wird noch mehrere Kinder zeugen. Den Sohn beschäftigt indessen die Vergänglichkeit des Lebens. Nur ein Schall und er ist Zeit. Schall, schwindwürdig ihr dort nieder. Die Zeit
lautet der Titel von Schuberts erstem erhaltenen Gedicht. Das Thema scheint ihn zu beschäftigen. Bemisst nicht auch die Musik das Vergehen der Zeit? Unaufhaltsam rollt sie hin, nicht mehr kehrt die Holde wieder, steht im Lebenslauf Begleiterin, senkt sie sich mit uns ins Grab hernieder. Einen Vorgeschmack auf das Leben bietet das Konvikt. Es ist eine kleine Welt für sich, ein Spiegel der großen Welt. Ein Kamerad Schuberts macht sich Luft. Denk dir nur einen Kreis der dümmsten, rohesten Menschen, die nichts als gerne saufen und spielen. Ein staubiges, fast ekles Zimmer, schmutzige Stiefel, alte Hosen. An den Bullenbeißer von Direktor gar nicht zu denken. Wie traurig und öde unser Konvikt ist. Die einzige Unterhaltung ist das Ballschlagen im Freien. Sonst wächst auf unserer Lebensflur kein Blümlein der Freude. Für Schubert, eher unsportlich, bleibt inmitten der Ödnis allein die Musik. Ein kalter, unbeheizter Raum wird sein liebster Ort im Konvikt, das Klavierzimmer. Aber er zieht sich keineswegs in sich selbst zurück. Neben Spaun sind da noch einige gleichgesinnte, musisch veranlagte Schüler. Zum Beispiel Karl von Schlechter und Anton Holzapfel, die gut seine Lieder singen. Josef Kenner, der dichtet. Anton Stadler, der ebenfalls Klavier spielt. Seine Freunde sind, wie die Musik, ein Lebenselement. Und sein liebstes Publikum im Klavierzimmer. Das waren schöne Zeiten. Wenn wir unseren Gefühlen Luft machten, saß Schubert ganz ruhig am Instrument, lächelte oder gab irgendeinen Witz zum Besten. Aber es freute ihn doch, dass wir ihn verstanden haben. Für seine Freunde und ihn selbst entstehen zahlreiche Männerterzette. Die schöne Knabenstimme ist längst dahin. Auf einem Notenblatt der Hofkapelle findet sich die Notiz: Schubert Franz zum letzten Mal gekräht, den 26. Juli 1812. Seine Tenorstimme macht sängerisch leider nicht mehr viel her. Dafür darf er jetzt zweimal die Woche zu Antonio Salieri. Der Hofkapellmeister und berühmte Opernkomponist höchstpersönlich gibt ihm Unterricht. Es ist eine Ausbildung zum professionellen Komponisten, von der Pike auf. Den 18. Juni den Kontrapunkt angefangen. Man traut es ihm nicht zu, aber Salieri hat auch eine Vorliebe für Friedrich Schiller. Die reicht er seinem Schüler weiter. Das Hauptziel bleibt natürlich die italienische Oper und Schubert könnte bald jede Primadonna zufriedenstellen. Geld für das Opernhaus hat Schubert nicht, aber Spaun, der schon verdient, lädt ihn gerne ein. Iphigenie auf Tauris von Gluck wird seine Lieblingsoper. Er sagte, Schöneres könne es auf der Welt nicht geben. Die Stimme der Milda durchdringe sein Herz und die Arie der Iphigenie wäre das Schönste, was er je gehört habe. Dem Opernbesuch verdankt Schubert auch die Bekanntschaft mit Theodor Körner, dem bekannten Dichter und bald auch Kriegshelden im Kampf gegen Napoleon. Körner lädt nachher alle ins Bierhaus ein. Man trinkt auf Iphigenie, Gluck und die Sänger. Am Nebentisch behauptet allerdings ein Universitätsprofessor, die Milde habe nicht gesungen, sondern gekräht wie ein Hahn. Körner und Schubert sprangen auf vor Zorn. Letzterer stieß dabei sein Bierglas um und es kam zum heftigen Wortwechsel, der, wenn nicht einige beruhigende Stimmen uns beschwichtigt hätten, in Tätlichkeiten übergegangen sein würde. Der sonst so stille, schüchterne Schubert steht also auch seinen Mann, wenn es um die Kunst geht.
Bevor Körner in den Krieg zieht und damit in den Heldentod, gibt er Schubert noch einen Rat. Er möge sein Leben der Musik widmen, die werde ihn glücklich machen. Eine ähnliche Empfehlung findet sich in der Lyrik der damals berühmten Dichterin Gabriele von Baumberg. Nimm es hin, dies goldene Saitenspiel. Es hat die Kraft, in schwermutsvollen Stunden durch seinen Zauberton zu heilen all die Wunden, die Missgeschick und fremder Wahn dir schlug. Lebenstraum heißt das Gedicht, von dem Schubert sich offenbar persönlich angesprochen fühlt. Ich dachte Zukunft und Vergangenheit und sah auf einem Berg dem Thron der Götter nah den Aufenthalt der Sänger alt und neuer Zeit, an deren Liede sich die Nachwelt noch erfreut. Dem Thron der Götter nah, dem Thron der Götter nah. Mit dieser Vision kann er sich leicht anfreunden. Der Lebenstraum ist sein erster bekannter Versuch einer Liedvertonung. Die bleibt zwar unvollendet, doch ihr Versprechen könnte sich erfüllen. Da kam mit frohem Tanz, mit Zephyr leichtem Schritt, ein kleiner Genius, ein kleiner Genius. Schon mit 12, 13 Jahren fühlt sich Schubert als Berufener, wenn er es auch nur dem Notenpapier anvertrauen mag oder im Spaß. Franz Schubert, Kapellmeister der kaiserlich-chinesischen Hofkapelle zu Nanking, der weltberühmten Residenz von seiner chinesischen Majestät. Geschrieben zu Wien in ein Datum, das nicht war, in ein Jahr, das ein Dreier am End hat und ein Einser im Anfang. Wir schreiben das Jahr 1813. Das fünfte Jahr am Gymnasium geht zu Ende. Bisher waren Schuberts Leistungen ausgezeichnet, doch nun hat er ein Problem mit Mathe, sprich die schlechteste Note. Das kann ihn den kostenlosen Stiftungsplatz kosten und damit die sichere Zukunft. Im Konvikt würde man ihn gern behalten, doch in solchen Fällen entscheidet der Kaiser. Der steht gerade mit 120.000 Soldaten vor Leipzig. In der größten Schlacht der Weltgeschichte entscheidet sich das Schicksal Europas. 4 Tage wütet die Völkerschlacht bei Leipzig. Dann ist Napoleon endlich besiegt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat einmal ausgeknallt. Drum jubelt hoch, ihr Deutsche, denn die verruchte Peitsche hat einmal ausgeknallt. Nun hat Kaiser Franz wieder Zeit für seine Landeskinder. Noch im Kriegshauptquartier unterzeichnet er die allerhöchste Entschließung, dass Schubert bleiben dürfe, falls er sich verbessert. Indem das Singen und die Musik nur eine Nebensache sind, die Sitten und der Fleiß im Studieren aber die Hauptsache und eine unerlässliche Pflicht bei jenen, die sich eines Stiftungsgenusses erfreuen wollen. Den 21. Oktober 1813, Franz. Aber Franz Schubert entscheidet anders. Ein Jahr vor der Hochschulreife schmeißt er die Schule. Eigentlich Wahnsinn. Denn so opfert er auch seine Karriere. Spaun erklärt das so. Dass ihm endlich der Schulzwang unerträglich werden musste. Er beschloss daher, mit Zustimmung seines Vaters, das Konvikt zu verlassen und die Studien aufzugeben, um ungestört der Kunst leben zu können. Die Hauptsache ist für Schubert eben die Musik. Und ihre höchste Höhe, die Symphonie, erreicht man nicht nebenbei. Haydn und Mozart muss man nacheifern, Beethoven wenigstens zur Kenntnis nehmen. Das melodische Saitenthema, frech Beethovens Eroica abgelauscht, wird zum heimlichen Hauptthema.
Aber Schubert beherrscht die Form jetzt souverän genug, um sich so etwas zu erlauben. Quasi aus dem Stand stürmt der 16-Jährige den Gipfel der klassischen Instrumentalmusik. Die Tonart passt, wie sie im Buche steht. D-Dur. Der Ton des Triumphes, des Hallelujahs, des Kriegsgeschreis, des Siegesjubels. Das Finale ist ein unbeschwerter Kehraus, wie ihn schon Papa Haydn liebte. Aber der Schluss schlägt über die Stränge. Im Untergrund wühlt Chromatik, die Oberstimmen drehen auf. So verabschiedet sich Schubert auch von der Schule. Schluss und Ende. Den 28. Oktober 1813. Finis et fine.